Ich glaube, Bernadettes Mom hat da gearbeitet. Ein neues chinesisches Schloss. Kann kaum erwarten, es zu knacken. Habe ich meine Ausrüstung dabei? Interessantes Design. Ich suche das Radio deiner Tante. Es ist irgendwo zwischen unseren Requisiten gelandet. Deiner Tante geht es nicht gut. Vielleicht solltest du mal nach ihr sehen. Was soll das werden? So eine Art emotionale Erpressung? Keine Sorge, wir kümmern uns schon um sie. Ich sage, sie wird uns alle überleben. Die Show läuft gut, hm? Ich kann diesen antiken Kram nicht ab. Die Europäer erfinden das Theater immer wieder neu, während wir noch auf dem gleichen Stand von vor 800 Jahren rumlutschen. Du liest Camfield? Auf jeden Fall. Er spricht die Sprache unserer Zeit. Außerdem sind die Sexszenen heiß. Ich habe keine Zeit, ihr Zeug zu bügeln. Ach, verdammt. Die ist leer. Mein Magen hatte sich schon so gefreut. Dafür bin ich nicht hier. Die Versuchung ist groß. Aber wo soll ich sowas schon tragen? Und wer würde mich da begleiten? Ich habe mein eigenes Make-up daheim. Ich könnte eine weitere Haarklammer gebrauchen. Sowas brauche ich nicht. Sowas brauche ich nicht. Ich habe sie alle gelesen. Boos Buchladen ist voll von denen. Nein, meine Wohnung platzt schon aus allen Nähten. Ich suche das Radio deiner Tante. Es ist irgendwo zwischen unseren Requisiten gelandet. Die Versuchung ist groß. Aber wo soll ich sowas schon tragen? Und wer würde mich da begleiten? Falls du vorhaben solltest, was zu klauen, ich kann dich im Spiegel sehen. Oh. Hey, alles klar?
Ich sehe ein Radio. Da hast du dir ja was ganz Verwegenes ausgedacht, Joe. Ich kann dich im Spiegel sehen. Oh. Ich brauche ganz dringend dieses Radio. Wow, ganz schön materialistisch, oder? Naja, ich habe den Tag mit nichts in meinen Taschen begonnen, außer einer Haarklammer. Ich kenne dich. Du spielst gerne den Beatnik. Ich bin ein Beatnik, mein Freund. Beatnik und Beat in allen Bedeutungen. Beweis es. Das wäre reinste Jazzverschwendung. Das klappt nicht. Klingt gut, aber das geht jetzt noch nicht. Das wäre reinste Jazzverschwendung. Ich kann dich im Spiegel sehen. Oh, richtig. Warum sind Sie ständig hinter mir her? Ich passe auf dich auf. Nachts sind eine Menge Triebtäter auf den Straßen. Abgeschlossen. Ich dachte, ich hätte die Tür vor 5 Minuten zugemacht. Ich hab was zu beichten. Das glaub ich. Gott, der unser Herz erleuchtet, schenke dir wahre Erkenntnis deiner Sünden und seiner Barmherzigkeit. Sie arbeiten mit Häftlingen. Richtig. Auch Ihre Seelen haben es verdient, gerettet zu werden. Es ist nur, ich möchte meinem Mann etwas geben. Aber die Post wird zensiert und unsere Gespräche werden immer belauscht. Was machen Sie auf Alcatraz? Ich biete den Häftlingen ihr Seelenheil an. Außerdem gebe ich dem Gefängnisdirektor regelmäßig eine Liste mit erbaulichen und angemessenen Filmen. Ich helfe bei der Zensur von Briefen und Zeitschriften. Also lesen Sie meine Briefe an Joe? Ja. Wir mussten die meisten von Ihnen zensieren. Was denken Sie über die anderen Gefangenen? Harte Fälle. Berufsverbrecher. Kaum einer will sich ändern. Ihr Ehemann hat aber noch Hoffnung. Der gibt nicht so leicht auf. Macht er nie. Er geht in die Kirche? Er verbringt gerne Zeit allein, um nachzudenken, aus dem Fenster zu sehen. Mhm. Er beginnt langsam, sein Herz zu öffnen. Ich hoffe nicht zu sehr. Ich bin immer noch hier. Beichtet er? Er ist kein Mann vieler Worte. Ja, er kann besser mit den Händen. Ich fluche gerne. Man muss sich ja irgendwie ausdrücken können. Nur muss da nicht die ganze Stadt daran teilhaben. Ich stehe auf diesen Typen. Er ist... Nur weiter? Ach, was red ich da?
Es geht niemanden was an. Der Sinn der Ehe ist, und jetzt kommt's, zusammen zu leiden. Check. Ich bin in ein paar Häuser eingestiegen. Mit offenen Armen bat er sie in sein Haus. Aber diese Finger sollten nicht zu lang werden. Man soll nie mehr nehmen, als man braucht. Danke, Vater. Und nun tue Buße, mein Kind. Erbarme dich, meiner. O Herr, der du da bist, im Himmel. Deine Sünden seien vergeben. Geh in Frieden. Amen. Ja. Amen. Die könnte ich gebrauchen. Sieht wertvoll aus. Ich wünschte, es gäbe wirklich Engel. Aber in dieser Welt müssen wir uns wohl selbst retten. Zu hoch für Normalsterbliche. Ein sicheres Fenster. Da kommt keiner durch. Geschlossen, war ja klar. Ich könnte jetzt wirklich ein bisschen Koffein gebrauchen. Auf behördliche Anordnung ist diese Einrichtung bis auf Weiteres geschlossen. Detective Grassi hat ein Schloss an die Tür gemacht. Ich lasse sie lieber hängen. Die übliche Propaganda. Die Straße runter hat eine neue Galerie eröffnet. Ich lasse sie lieber hängen. Die übliche Propaganda. Die Straße runter hat eine neue Galerie eröffnet. Ein echtes wäre mir lieber. Ich bin eine recht gute Seglerin. Ein Fischerboot. Davon gab es früher in North Beach eine ganze Menge. Den habe ich aufgehängt. Der bleibt auch hängen. Das ist Werbung für mein Lyrikmagazin, das Ende des Monats rauskommt. Wird Zeit, dass du öffnest. Glaub mir, du willst dir keine Dichter zu Feinden machen. Dichter sind unsterblich. Das Café Napoli. Es steht hier schon seit 50 Jahren. Was in San Francisco eine sehr lange Zeit ist. Ich kann jetzt keine Poster sammeln. Ich bin hier bald weg. Hawaii, Mexiko. Ich würde mal sagen, bis bald. Das Napoli wurde wieder dicht gemacht, was? Ich muss dich was über Joe fragen. Ich sehe schon, du bist nicht ansprechbar. Sutter, einer unserer besten Poeten. Aber nur, wenn er vorher seinen Kaffee bekommt. Das kann ich nicht öffnen. Wenn ich ins Café will, muss ich einen anderen Weg finden. Es ist abgeschlossen, aber ich denke, ich kann das Schloss knacken. Ein dreifach gesichertes Schloss. Detective Grassi kennt meine Tricks, aber zum Glück nicht alle.